Hallo und herzlich willkommen auf der 15. Froscon 2020. Unser nächster Vortragender ist Dirk Hauen, ein sehr treuer Gefährte und Teilnehmer bzw. Vortragsthema der Froscon mit dem Thema heute, wenn Geeks online präsentieren. Viel Spaß dabei. Danke. Ja, guten Morgen, oder sagt man noch guten Morgen um 11:30 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Bei den letzten Froscons habe ich immer so Workshops gehalten, Präsentieren für Geeks oder Storytelling für Geeks. Aber dieses Mal in diesem Cloud-Format schien mir das nicht angemessen. Ich dachte, ich gucke eher mal so, wie die Geeks sich gerade schlagen, wenn sie jetzt alle online präsentieren müssen. Ich habe hier so ein paar Beobachtungen, ein paar Tipps und ein paar Grundlagen mitgebracht. Genau, das ist auch schon, was ich mit euch vorhabe. Ich will was über Technik erzählen. Nicht so viel. Ich weiß, das interessiert euch am meisten, die Technik, aber eigentlich gibt es dafür gar nicht so viel, darüber gar nicht so viel zu sagen. Komme ich gleich drauf. Was mir viel wichtiger ist, Grundlagen. Es gibt so ein paar Grundlagen und Tipps für gute Vorträge, die einfach grundsätzlich gelten. Deswegen Grundlagen. Egal, ob man online oder offline präsentiert, aber ein paar Aspekte davon sind jetzt einfach noch viel wichtiger, wenn wir noch online haben, präsentieren und in diesen kleinen Bildschirmen da hineinsprechen. Und zum Schluss zur Abrundung ein paar Beobachtungen, was mir so aufgefallen ist bei diversen Events, die online stattgefunden haben und die ich verfolgt habe in letzter Zeit. Doch natürlich viel Raum für Fragen. Also ich werde mich bemühen, nach jedem dieser drei Abschnitte in den Chat zu gucken und ihr könnt auch per Mikro Fragen stellen, habe ich gehört. Und am Schluss ist auch noch ein bisschen Zeit für Austausch, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen noch habt oder Tipps oder euch irgendeine Frage auf dem Herzen brennt. Gut, dann steige ich direkt mal ein. Technik. Also wie gesagt, da gibt es nicht viel drüber zu sagen, weil jeder von uns hat heute ja irgendein Gerät. Ich weiß es nicht, was ihr da draußen gerade, wie ihr diesen Talk anguckt, aber ich nehme an, in irgendeiner Form werdet ihr einen Rechner benutzen. Klar sind ein paar, die es auf dem Handy gucken und vielleicht hat der eine oder andere es groß auf die Wand projiziert, aber die meisten werden an irgendeiner Art von Rechner sitzen, an einem Laptop oder einem fest installierten PC. Und dann habt ihr eigentlich schon die Voraussetzungen, um so einen Vortrag zu halten. Das ist schon, jeder PC hat heute eine Kamera eingebaut, Mikro ist auch drin, klar, man kann es mit dem Kopfhörer ein bisschen besser machen, dass es kein Feedback gibt, aber ihr habt eigentlich die Voraussetzungen für die meiste Art von Vorträgen, sage ich zumindest, habt ihr schon da. Wenn es nur darum geht, jetzt mal kurz ein Webinar zu halten, kurz mal zu erzählen, wie irgendwas funktioniert, könnt ihr doch direkt loslegen. Und die Software und so weiter ist auch eher Nebensache. Da nehmt ihr halt, was euch genehm ist. Ja, Thema Datenschutz, vielleicht will man nicht Skype nehmen oder Microsoft Teams, sondern stattdessen Big Blue Button. Aber das sind auch die einzigen Unterschiede. Die Software funktioniert alles, sie ist einfach zu bedienen, das ist allgemein verfügbar. Also da muss man gar nicht jetzt erst, um mal eben einen Vortrag zu halten, muss man gar nicht groß investieren. Interessant wird es natürlich, wenn man das professionell machen will, wenn man damit Geld verdienen will, wenn man das regelmäßig machen will, dann sollte man vielleicht schon mal überlegen, worin man investiert. Und wenn man sich die ganzen YouTuber anguckt, hier Riso oder Mai, mir fällt natürlich als erstes auf dieses große Ding, was da im Bild steht, das Mikrofon. Klar, die haben natürlich auch bessere Kameras, die sieht man nicht, weil die sind ja sozusagen hinterm Bildschirm. Aber das Mikro wäre das Erste, in das man investieren könnte, wenn man sagt, ich will das regelmäßig machen, das soll professioneller werden, weil die Stimme einfach so wichtig ist. Also jetzt gerade Riso zum Beispiel, der hält ja Monologe. Eine Stunde lang erzählt er irgendwas, ein paar Videoclips sind dazwischen, aber die meiste Zeit redet er nur. Das könnte genauso gut ein Podcast sein. Und Podcaster haben ja ähnliche Mikros. Da geht es einfach nur darum, dass die Stimme gut rüberkommt, weil die Stimme so extrem wichtig ist. Und dann könnt ihr natürlich überlegen, okay, vielleicht investiere ich auch in eine Kamera. Das kommt darauf an, was ihr zur Verfügung habt. Ich habe jetzt hier vor mir so ein MacBook stehen. Apple will halt immer diese flachen Rechner bauen, für die gibt es nur schlechte Kameras. 480p ist jetzt vielleicht nicht mehr der Stand der Technik. Für ein Webinar ist das wunderbar, wenn ich jetzt wirklich hier so YouTube-Videos regelmäßig raushauen will, ist das vielleicht nicht mehr so ganz das Beste, was man kriegen kann. Aber
Auch Webcams mit HD-Auflösung sind ja bezahlbar. Also wenn ihr wirklich Geld investieren wollt, in ein Mikro erstens und zweitens vielleicht noch in eine extra Kamera, aber den Rest könnt ihr improvisieren mit dem, was ihr habt. Mai nochmal. Und so sieht es im Moment jetzt bei mir hier aus. Hier kam jetzt halt noch dazu, dass die Frostcon gerne 1080p streamen würde, was mein MacBook halt nicht hergibt. Und wir hatten mir dann diese nette Kamera geschickt, die man da gerade so über den Laptop noch sehen kann. Und dann musste ich mich natürlich anpassen. Und dann gibt es die anderen technischen Voraussetzungen, wie eben zum Beispiel, dass mein DSL-Anschluss zu Hause nur 2,5 Mbit Upstream hat und die Frostcon 6 Mbit voraussetzen wollte. Deswegen bin ich jetzt hier in unseren Coworking-Space umgezogen und habe mir hier was zusammen improvisiert. Aber das Schöne ist, das seht ihr ja gar nicht. Wenn ich es jetzt nicht gezeigt hätte, das wüsstet ihr nicht, dass ich jetzt hier vor so einem Sammelsurium an Teilen stehe. Und ihr habt es vielleicht gesehen, vor einiger Zeit hat das auch auf Social Media ein schönes Beispiel die Runde gemacht. Dieser Reporter aus Australien, der aus seinem Homeoffice berichtet über die Coronavirus-Pandemie, sieht super professionell aus. Er hat aber netterweise auch ein Foto mitgeliefert, wie es hinter den Kulissen bei ihm aussieht. Und das ist natürlich das, der Brüller, dass er da steht in kurzen Hosen. Dazu die Anzugjacke ist natürlich super lustig. Und das ganze Chaos, was da um ihn herum ist, das sieht man halt nicht. Ne? Wenn man die beiden Bilder vergleicht, merkt keiner. Also da kann man sehr schön improvisieren, wie er ja auch gemacht hat. Man sieht es da am rechten Bildschirmrand. Er hat sich auf den Tisch oben drauf auch einen Karton gestellt und da oben drauf dann den Laptop, damit die Kamera in Augenhöhe ist. Das ist also ein Fehler, den ich oft sehe, dass die Leute halt runtergucken auf ihre Kamera, statt dass sie auf Augenhöhe bringen. Und das war eigentlich schon alles, was ich zum Thema Technik sagen wollte. Wie gesagt, das, was ihr jetzt habt, während ihr diesen Vortrag anguckt, kann wahrscheinlich schon ausreichen, um die meisten Fälle abzudecken, wenn ihr einfach ein Webinar halten wollt. Wenn ihr ein bisschen professioneller sein wollt, investiert in ein Mikro und dann vielleicht in eine bessere Webcam und den Rest könnt ihr zusammenbasteln mit ein bisschen Licht, kann man viel ausrichten. Sieht man ja auch hier in dem Foto, da an der Seite hat er noch eine Lampe hingestellt, damit die Ausleuchtung besser ist. Aber dafür braucht man kein wirklich professionelles Equipment. So, an der Stelle wäre ich jetzt dann auch schon bereit für Fragen kurz zur Technik. Also wie gesagt, ich kenne auch nicht alles. Ich will jetzt auch gar nicht in super Details gehen. Aber wenn ihr jetzt unmittelbar Fragen habt, wäre jetzt die Gelegenheit. Ich stelle dazu gerade die Mikros frei. Also wer mag, kann auch per Mikro sich zuschalten und Fragen stellen. Gerade nicht. Jemand schreibt PC gleich Notebook. Gut, ah, da. Host ist zu laut. Na gut, das ist nicht. Welche Technik zusätzlich für Live versus Aufnahme? Gut, das Gleiche, also ich meine, ob ich jetzt live streame oder ob ich das Ganze aufzeichne, ist ja die gleiche Technik. Die gleiche Kamera, die gleichen Mikrofone und so weiter, auch die gleiche Software. Die meiste Software hat einen Aufnahmebutton. Selbst in Skype kann man zum Beispiel Gespräche mitschneiden. Also da brauchst du auch keine besondere Software. Allenfalls dann noch um ein bisschen Videoschnittsoftware hinterher, wenn du irgendwelche Sachen rausschneiden willst. Aber auch da gibt es Open-Source-Lösungen. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Oder wenn man einen Mac hat, kriegt man zum Beispiel iMovie kostenlos dazu. Damit geht das wunderbar. Noch eine Frage. Welche Plattform könnte man nutzen? Also wenn man Google, Skype und die eigene Firma ausschließen will und das zum Selbsthosten zu faul ist. Ja gut, irgendeinen Anbieter muss man halt nutzen. Es gibt Anbieter, die BigBlueButton hosten. Da bin ich jetzt nicht ganz auf dem Stand, wer das alles macht, aber mal gucken, mal suchen nach BigBlueButton Hosting, was es da gibt.
Bietet nicht sogar der CCC irgendwas an oder was Digital Courage? Also irgendjemand von den üblichen Verdächtigen bietet es auch an. Da kann man mal anfragen. Ja, wäre das, was ich dazu sagen würde. Noch eine Frage. Genau, Nextcloud, stimmt, das ganze Thema Nextcloud, die haben ja auch mittlerweile sowas drin. Habe ich auch keine Erfahrung mit, genauso wie die Anmerkung hier im Chat gerade. Gut, dann würde ich mal weitermachen. Nächster Punkt. Danke für die Fragen. Grundsätzliches. Also ich habe es erzählt, ich gebe immer so Workshops, gerne bei der Frostcon, wo ich einfach nochmal wiederhole, was man an grundsätzlichen Dingen beachten sollte, wenn man einen Vortrag halten will. Also, dass man nicht so viel Text auf die Folie macht und so, wirklich die Grundlagen. Und diese ganzen Grundlagen, die gelten natürlich online genauso wie offline. Nur einige von diesen Grundlagen sind dieses Mal halt noch wichtiger. Auf die will ich jetzt mal kurz eingehen. Die erste Frage, die ich in meinen Workshops immer stelle, ist diese hier. Was ist das Wichtigste an einem Vortrag? Ja, und dann kommen immer die Antworten, ja, der Inhalt, dass der Redner gut ist, dass die Folien gut aussehen. Aber woran die wenigsten Leute im ersten Moment zumindest nicht denken, ist das Publikum. Das Wichtigste an einem Vortrag ist wirklich das Publikum. Und da haben wir natürlich jetzt gleich ein Problem, denn das Publikum ist ja nicht da. Ich sehe euch ja nicht. Ich sehe allenfalls hier ein paar Icons, wie viele Leute im Chat sind, aber ich habe keine Ahnung, was ihr da draußen treibt, ob ihr mir zuhört, ob mein Ton überhaupt noch geht. Ich hoffe es mal, sonst hätte der Urmel schon längst geschrien. Aber ich bekomme halt einfach kein Feedback. Und deswegen kann ich halt nur raten. Aber das Publikum ist einfach enorm wichtig. Zwei Sachen auf einmal. Fangen wir erstmal damit an. Also ich sehe nicht, was ihr damit macht. Es kann sein, dass einige hier mit Feuereifer bei der Sache sind und auf jedes Wort hören. Der eine oder andere ist vielleicht gerade unterwegs, guckt mal kurz mit dem Handy rein, was erzählt er denn da und ist dann wieder weg. Und der Rest ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Das muss ich mir halt überlegen, was ist das für ein Setup jetzt bei so einer Online-Konferenz. Bei einer Offline-Konferenz, da sitzen sie alle im Saal, da habe ich die im Blick. Jetzt online, ich weiß nicht, wie viele da sind, die kommen und gehen. Und dann muss ich einfach auch den Vortrag entsprechend aufbauen, dass ich so Hooks oder so Wiedereinstiegspunkte einbaue. Ja, wenn jetzt in diesem Moment jemand hier reinkommt in den Vortrag, weiß er nicht, über was ich rede. Dann brauche ich aber einfach einen Punkt in ein paar Minuten, dass ich sage, okay, und jetzt rede ich über Thema X und dann kann die Person wieder einsteigen und weiß, worum es geht. Solche Sachen muss ich halt einfach berücksichtigen. Aber grundsätzlich gilt, das Publikum ist das Wichtigste an einem Vortrag. Und damit meine ich, dass man sich halt auch überlegen muss vorher, was sind das eigentlich für Leute, die in meinen Vortrag kommen? Was wissen die schon über das Thema? Und noch viel wichtiger, was erwarten die von mir? Was erwarten die zu hören in diesem Vortrag? Warum sind die da drin? Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man diesen Switch macht, nicht so sehr sich überlegt, was will ich denen erzählen, sondern was erwarten die von mir? Natürlich will ich letzten Endes meine Punkte rüberbringen, mein Thema. Ich will vielleicht auch was verkaufen. Und wenn es nur eine Idee ist. Aber erstmal muss ich das aus Sicht des Publikums sehen. Was für Erwartungen haben die? Haben die konkrete Probleme, von denen sie von mir eine Lösung erwarten? Und wenn ich den Vortrag so rum aufbaue, wird er automatisch besser. Und das gilt eben jetzt auch online ganz genauso. Habe ich was vergessen? Egal. Also das ist mein Mantra. Das Publikum ist das Wichtigste an einem Vortrag. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man durch seinen Vortrag durchgeht und sich bei jedem einzelnen Punkt und bei jeder einzelnen Folie überlegt, ist das interessant, ist das wichtig für mein Publikum oder nicht? Und dann wird es automatisch ein besserer Vortrag. Dann natürlich das ganze Thema Sichtbarkeit. Also auch Lesbarkeit von Folien fällt darunter. Ich will jetzt gar nicht auf die Grundlagen eingehen, das erzähle ich sonst immer in den Workshops. Visuelle Folien sind einfach besser.
ihr seid ja da, um was zu erzählen. Das heißt, die Folien sind einfach nur das Backdrop. Die dienen dazu, um so einen visuellen Anker einfach zu hinterlegen beim Zuschauer, dass er weiß, okay, also die Grafik, die er auswählt, sollte ungefähr zu dem Thema passen, damit man da Bezug herstellen kann. Dann legt man noch ein Stichwort auf die Folie und dann ist gut. Dann weiß ich, um was es geht, wenn ich die Folie sehe und kann in Ruhe dem Redner zuhören. Und wenn ich da, dagegen so viel Text auf der Folie hätte, dann wäre ich ja viel zu sehr beschäftigt, den Text zu lesen und kann mich nicht auf den Vortrag konzentrieren. Was eben gerade bei einem kleinen Bildschirm halt noch viel schwieriger ist. Bei normalen Vorträgen sage ich immer, denkt auch an die Leute in der letzten Reihe, können die überhaupt noch lesen, was auf der Folie ist? Und das gilt jetzt natürlich ganz, ganz genauso. Hier ist mal ein Beispiel. Das war beim Literaturcamp in Heidelberg, auch online dieses Jahr. Die benutzen auch eine Software, die auf BigBlueButton basiert. Und hier sieht man ja halt, was auf diesem Bildschirm alles dargestellt wird. Da sind die Räume, die es gab, die Teilnehmer, der Chat. Und ein bisschen Platz ist dann auch noch für die Folie geblieben. Und dann, je nachdem, auf welchem Bildschirm ich mir das jetzt angucke, kann ich da fast nichts mehr lesen. Also zumindest die unterste Zeile wird auf den meisten Bildschirmen schon schwierig. Und wenn ich das jetzt auf dem Handy angucke, sehe ich ja gar nichts mehr. Also solche Textfolien sind halt einfach ein Problem. Und ihr müsst immer dran denken, dass das Publikum das nicht wirklich lesen kann, dass die viel zu sehr abgelenkt sind, wenn sie versuchen, das zu entziffern, weil es so klein geraten ist. Da ist es besser, einfach nur ein Stichwort auf die Folie zu werfen und das in Ruhe zu erklären. Dann das Thema Aufmerksamkeit. Das ist natürlich dieses Mal, wenn man jetzt so online das alles macht, auch nochmal interessant. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit den Goldfischen und den 20 oder 9 Sekunden, die angeblich die Aufmerksamkeitsspanne ist. Bei einem normalen Vortrag, wenn das Publikum in einem Raum sitzt, ist das hier der Verlauf der Aufmerksamkeitsspanne während des Vortrags. Das heißt, am Anfang, wenn ich loslege, habe ich die volle Aufmerksamkeit des Publikums, die hören mir zu. Dann geht es aber ganz schnell, binnen 30 Sekunden, eine Minute geht es schon runter, dümpelt so vor sich hin. Das heißt natürlich nicht, dass die da nicht zuhören, aber es läuft halt so nebenbei. Und am Ende des Vortrags geht es dann langsam wieder hoch. Deswegen erinnern sich Leute auch am besten an das, was am Anfang und am Ende eines Vortrags gesagt wird. Und das in der Mitte ist meist so etwas verschwommen. Jetzt, wenn ich einen Vortrag vor Publikum halte, dass ich sehen kann, dann ist klar, dann warte ich, bis alle drin sind, bis alle einen Platz gefunden haben und dann lege ich los. Während jetzt hier online, ich weiß es nicht, ich habe hier so mit einem Auge immer einen Blick auf den Chat und sehe halt, dass da Leute kommen und gehen. Hier gibt es gar keinen definierten Anfang, jedenfalls nicht in dieser Deutlichkeit wie vor richtigem Publikum. Und deswegen, wie ich eben schon sagte, muss man halt solche Punkte einbauen, wo das Publikum wieder einsteigen kann. Das ist einfach anders bei einem Online-Vortrag. Genau, und die Gefahr der Ablenkung ist halt auch einfach sehr viel größer, wenn es online ist. Wenn ich in einem Vortrag drin sitze und es brummt in meiner Tasche, das Handy vibriert, dann überlege ich mir zweimal, ob ich es jetzt raushole, so vor allen anderen Leuten und da drauf zu gucken. Aber wenn ich online zu Hause in meinem Wohnzimmer sitze, das sieht ja keiner. Und dann ist die Chance viel größer, dass ich Leute verliere, einfach dadurch, dass sie sich leichter ablenken lassen. Und auch da wieder, die Lösung ist eben so, wieder Einstiegspunkte einzubauen. Ja, und dann noch so ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr seht ja schon, wie ich für mich die Frage beantwortet habe. Als das losging mit diesen ganzen Online-Vorträgen, als die Konferenzen online gelegt wurden, als viele Leute angefangen haben, Webinare zu halten, gab es ganz schnell ganz viele Blogbeiträge mit Tipps und so weiter. Und ein Tipp, den ich immer wieder gelesen habe, der mich aber irritiert habe, ist, man soll sich hinsetzen für den Vortrag. Und das halte ich für nicht so gut in den meisten Fällen. Ich bin der Meinung, im Stehen ist es einfach besser, weil ich besser gestikulieren kann, weil ich offener meinem Publikum gegenüberstehe, wenn ich auf einer richtigen Bühne stehe, weil ich keine Hindernisse zwischen mir und dem Publikum habe. Und das sollte ich möglichst auch online übertragen. Natürlich, wenn der Großteil meines Vortrags darin besteht, dass ich was am Rechner zeige, dass ich ständig tippen muss,
dann ist es sicher sinnvoller, sitzen zu bleiben und nicht ständig auch aufzustehen, sondern sitzen zu bleiben, dass eine Konstante ist und dass ich dann eben den Rechner bediene. Während wenn ich jetzt hier dauernd an den Rechner vorgehe und irgendwas tippe und dann wieder zurück, das irritiert ja auch. Aber für den normalen Vortrag, wo ich einfach was erzähle mit ein paar Folien und so weiter, ist Stehen einfach besser. Und es hat auch, ich habe vorhin schon von den Mikrofonen geredet, es hat auch eine Auswirkung auf die Stimme. Wer viel telefonieren muss, vielleicht auch im Vertriebsbereich, der kennt sicher diesen Tipp, dass man sich hinstellen soll fürs Telefonieren. Weil den Unterschied hört man. Einfach die Körperspannung ist eine andere, die Stimme klingt besser. Und das, genau das Gleiche ist eben hier bei einem Vortrag halt auch gegeben. Jetzt grundsätzlich, egal ob online oder offline, die Stimme ist einfach besser, kommt besser rüber. Jetzt mal, habe ich mal geguckt, wie machen andere das? TED. TED kennt ihr hoffentlich, TED Talks. Wenn nicht, TED.com aufrufen und dann ist der Nachmittag auch gelaufen. Da sind lauter super interessante Vorträge zu sehen. Das ist das Beispiel, das Vorbild für gute Vorträge. Und normalerweise sieht es bei TED halt auch so aus, der Redner steht frei auf der Bühne. Nur war jetzt bei TED natürlich auch dieses Jahr alles anders. Und TED 2020 fand halt auch online statt. Und dann haben die Redner ihre Talks eingeschickt als Aufzeichnung oder zum Teil eben live gestreamt. So wie es hier bei Froscon ja auch ist. Und gucken wir doch mal, wie die sich so geschlagen haben. Da gab es Leute wie ihn hier. Die haben halt so ein bisschen die TED-Bühne nachgebaut bei sich zu Hause. Kann man machen. Haben sich aber hingestellt. Es gab auch andere, die ganz aufwendig mit Greenscreen gearbeitet haben. Klar, wenn man sowas zur Verfügung hat. Super. Oder hier. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. War auch Vortrag. Und hier sieht man halt sehr schön, man sieht zwar nur ihren Oberkörper, aber man sieht, dass sie offensichtlich steht. Das war auch nötig, weil sie gestikuliert halt auch sehr viel. Und wenn sie das im Sitzen gemacht hätte, wäre sie ja ständig irgendwo angeschlagen. Im Gegensatz dazu dann das hier. Das ist Ethan Hawke, der Schauspieler. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Also man sieht hier links den Tisch und rechts auch noch die Stuhllehne. Also er sitzt nicht mal richtig auf dem Stuhl, er sitzt so 90 Grad gedreht da drauf. Ich dachte, das kann doch nichts werden. Tja, was soll ich sagen? Das ist einer der besten Talks dieses Jahr. Was ist der Unterschied? Bei ihr hier ist es eher eine Lecture. Das ist ein Vortrag, ein wissenschaftlicher Vortrag. Und da ist man es einfach gewohnt, dass die Leute stehen. Und sie spricht ja auch das Publikum in der Allgemeinheit an. Bei Ethan dagegen, er hat eine Geschichte aus seinem Leben erzählt. Und er hat praktisch mich persönlich angesprochen. Ich, die Person, die gerade diesen Stream, dieses Video angeguckt hat. Er hat es auf eine persönliche Ebene gebracht. Und da hat es im Sitzen eindeutig besser funktioniert. Sonst wäre es ja so von oben herab gepredigt worden. So war es eine Unterhaltung bei ihm zu Hause, zwischen Freunden oder Bekannten. Also das heißt, wenn ihr sowas macht auf einer persönlichen Ebene, der Inhalt des Talks liegt, dann im Sitzen. Ansonsten, wenn es der traditionelle Vortrag ist mit Inhalten, also mit wissenschaftlichen oder technischen Inhalten, wenn es eher eine Vorlesung ist, dann im Stehen. Gegenprobe. Die gute Frau hier, Meeresbiologin, hat das im Sitzen gemacht. Der Vortrag ist gut, nichts dran auszusetzen, aber irgendwas hat mich gestört an diesem ganzen Setup hier. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich drauf gekommen bin. Ist vielleicht jetzt nicht der Eindruck, den man hinterlassen will. Also zusammenfassend, sitzen oder stehen, ganz eindeutig, der Default sollte stehen sein. Sitzen dann, wenn ihr sowieso ständig am Rechner irgendwas machen müsst oder wenn der Talk auf eine persönliche Ebene runtergeht, wenn ihr praktisch eine einzelne Person da draußen ansprecht und nicht die Gesamtheit aller Zuhörer gerade. So, jetzt wäre wieder Zeit für Feedback. Ich gucke gerade mal, was hier so reinkam.
Folien als Backdrop kann ich nur zustimmen, wobei Folien auch helfen, das Thema für das Publikum zu strukturieren. Genau. Habe ich ja also gemeint, nicht explizit gesagt, dass man eben diese Wiedereintrittspunkte hat und dafür sind natürlich die Folien auch gut geeignet. Gibt es sonst gerade Fragen zu den Grundlagen, über die ich gerade gesprochen habe? Zu Folien, zum Stehen oder Sitzen? Nichts. Alle sprachlos, alle erschlagen oder alle schon weg. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was ihr da draußen treibt. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann mache ich direkt weiter. Habe noch ein paar Beobachtungen. Also wir machen das jetzt ja seit einem guten halben Jahr verstärkt online alles. Und so ein paar Sachen sind mir halt einfach aufgefallen. Das Erste, das habe ich gerade eben schon gesagt, das fehlende Feedback. Ich weiß nicht, also wenn ich in einem Raum drin sitze und dann habe ich mein Publikum im Blick, dann sehe ich ja, was die treiben. Ob die rausgehen, ob die nicht zuhören, auf dem Handy rumspielen, dann kann ich entsprechend reagieren. Hier spreche ich gegen diese kleine Kamera und kann nur hoffen, dass da draußen jemand ist, der mir zuhört. Ich habe einfach kein Feedback. Was man auch unbedingt machen sollte, deswegen bin ich froh, dass Urmel hier ist, hoffentlich, dass man jemanden hat, der parallel für einen mitverfolgt, was eigentlich im Stream passiert. Und wenn jetzt mein Mikro ausfällt, das bekomme ich nicht mit. Also es muss jemand da sein, der das rechtzeitig merkt und mir dann Bescheid sagen kann. Und wenn es jemand hier in den Chat schreiben würde, dann muss ich halt auch erstmal hingucken. Und sonst seid ihr ja stumm geschaltet. Das heißt, in einem Raum würde jemand sofort schreien, hey, Mikro ist ausgefallen. Hier kriege ich das Feedback einfach nicht. Also sowas fehlt halt online. Deswegen wäre meine Empfehlung, setzt euch in den gleichen Raum jemanden, der das nur mit dem Kopfhörer mithört und der euch direkt Feedback geben kann, wenn irgendwas technisch, gerade wenn technische Probleme existieren. Dann ist mir immer mal wieder aufgefallen, dass es halt so Störgeräusche gibt. Das geht dann in die gleiche Richtung, dass da jemand einfach mal wirklich den Livestream hört, was die anderen Zuschauer hören. Ich war letztens, war auch das war beim Literaturcamp, irgendeiner der Vorträge, da war die ganze Zeit nebenher so ein Klackern zu hören. Ich weiß nicht, ob irgendwo ein Mikro nicht stumm geschaltet war und jemand hat Notizen gemacht oder ob der Redner selbst irgendwie nervös irgendwas rumgetickt hat. Es war extrem nervig und man konnte nichts sagen, um es abzustellen. Also auf sowas einfach auch mal achten. Gibt es irgendwas, was Geräusche verursachen könnte, die übers Mikro rausgehen und von denen ihr vielleicht gar nichts so mitbekommt? Dann das Thema Hintergrund. Die Dame hatte ich ja schon als Beispiel gezeigt. Das ist natürlich so der Klassiker, vor dem Bücherregal das zu machen. Hat den Nachteil, es lenkt halt auch sehr ab. Also wenn dann jetzt mal eine Phase kommt, wo sie vielleicht etwas erzählt, was mich nicht so interessiert, dann gucke ich halt mal genauer in das Bücherregal und dann sehe ich die kleinen Roboter da oben, dann fange ich an, die Bücherrücken zu lesen und dann werde ich noch mehr abgelenkt. Also ihr seht, ich habe hier weiße Wand. Das ist natürlich das andere Extrem. Wenn ihr einen Hintergrund habt, dann wäre auch die Option, den vielleicht zu unscharf zu stellen. Gibt ja in vielen Videokonferenzsystemen gibt es ja das als Option. Was ich nicht empfehlen würde, wäre einen anderen Hintergrund einzublenden. Also das funktioniert halt nur so einigermaßen, habe ich halt festgestellt. Wenn man ein anderes Hintergrundbild einblendet und dann versucht, irgendein Algorithmus live rauszufinden, was jetzt der Vordergrund, was der Hintergrund ist. Spätestens, wenn ich irgendwas ins Bild halte, kommt er komplett durcheinander. Aber auch bei normalen Bewegungen habe ich schon oft erlebt, dass dann halt die Schulter verschwindet oder dass zwischen den Armen doch mal der Hintergrund durchscheint. Das ist total irritierend. Dann bei unscharfem Hintergrund, was ja der gleiche Algorithmus letzten Endes ist, geht es noch einigermaßen, aber spätestens halt, wenn im Hintergrund dann plötzlich was ganz anderes auftaucht, ist das halt extrem irritierend. Also mein Tipp wäre wirklich möglichst neutralen Hintergrund oder mit wenigen Gegenständen, die man halt nach ein paar Blicken dann auch alle identifiziert hat und nicht so ein busy Hintergrund, wie sie hier hat. Und
Dann noch das Thema Augenkontakt. Das Bild ist aus dem Buch Confessions of a Public Speaker von Scott Berkun. Ich weiß nicht, ob man es genau erkennen kann. Da ist über der Kamera ist ein Augenpaar hingeklebt. Das ist etwas, was ich auch vorhin schon angesprochen habe. Man muss einfach dran denken, dass man in die Kamera spricht. Und da hilft es zum Beispiel, da oben ein paar Augen hinzukleben, dass ich eben zu diesen Augen spreche. Und natürlich auch, so wie ich es hier gemacht habe, wenn ich meine Folien brauche, auf die ich immer wieder runtergucke, dass die ungefähr auf gleicher Höhe sind, dann gucke ich automatisch links in Richtung der Kamera. Und ab einem bestimmten Abstand sieht man den Unterschied ja auch gar nicht mehr als Zuschauer. Ja, das war eigentlich schon das, was ich sagen wollte. Gibt es hierzu noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen? Blau auf Blau ist auch nicht sonderlich optimal, deine Wand sieht blau aus. Ja, das hatten wir vorhin schon, das ist scheinbar eine Eigenschaft der Kamera. Ich habe entschlossen, das ist Absicht, weil dann sind wir hier on-brand, passend zum T-Shirt und zum Froscon blau. Die Wand ist weiß. Ihr müsst es mir glauben. Coole Ausrede, ja, bitte. Man muss das nur überzeugend rüberbringen. Ja, Weißabgleich und so weiter war jetzt zu aufwendig. Ich bin ja froh, dass das hier überhaupt läuft. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin extra in unseren Coworking Space umgezogen und habe hier das ganze Equipment hierher geschleppt, gerade in der S-Bahn. So, sonst noch Fragen, Anmerkungen? Jetzt wäre auch der Punkt, wo ich mit meinem Vortrag an sich zu Ende bin. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Tipps habt, die ihr, oder generelle Fragen zum Thema Online-Präsentieren gibt, die euch auf der Seele brennen, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt. Was hältst du davon, den Präsentationsteil im Vorfeld aufzuzeichnen und dann nur für den Frageteil live zu streamen? Ah ja, ist eine vollkommen valide Option. Hätte ich ja hierfür auch machen können. Habe ich auch gestern bei einem anderen Vortrag gesehen. Ist vollkommen okay. Also natürlich, das Livestreaming ist ja auch immer ein bestimmtes Risiko dabei. Ne? Es könnte ja jetzt sein, dass hier das Internet gerade ausfällt und dann gibt es überhaupt keinen Vortrag. Also da ist es natürlich dann besser, wenn ich das wenigstens in der Hinterhand hätte. Oder man macht es eben gleich absichtlich so, dass man es aufzeichnet und für den Frageteil sich zur Verfügung stellt. Huschelt im Ohr, hat was gehört. Je geringer die Interaktionsmöglichkeit, umso sinnvoller kann die Aufzeichnung sein. Das ist richtig, das würde ich so unterschreiben. Ich habe jetzt auch extra, ich meine, ich habe jetzt nicht super viel erzählt heute, ich habe jetzt extra Platz gelassen dazwischen drin für Feedback, für Fragen und so weiter. Aber wenn ich jetzt ganz normal hier, ja jetzt vielleicht nicht über das Thema präsentieren, das möchte ich gerne immer etwas interaktiv haben, aber wenn ich einen normalen Vortrag halte über ein technisches Thema, dann kann ich den auch als Aufzeichnung abliefern, ist klar. Wie sehe das aus bei einer Art Vorlesung, wo man halt wirklich nur Wissensinput hat? Was empfiehlst du da? Also ich finde es immer sehr anstrengend, einer Vorlesung halt zu folgen oder einem wirklich Wissensvortrag, der sehr, sehr stark ja an Wissenvermittlung rangeht. Was sind da so deine Ideen, Meinungen? Ja, gerade wenn das Thema halt schwierig ist, ist es natürlich praktisch, wenn man Fragen stellen könnte. Das muss dann aber auch der Referent entsprechend einbauen. Oder umgekehrt kann man argumentieren, wenn das komplett aufgezeichnet wird, dann kann ich es ja pausieren und kann nochmal drüber nachdenken, kann den Abschnitt wiederholen, kann vielleicht auch mal irgendwie noch was nachschlagen, wenn ich einen Begriff nicht verstanden habe. Also kommt ein bisschen aufs Thema an. Also bei einem Live-Vortrag wäre es natürlich klar, da kann ich Fragen stellen. Online ist es dann schwierig, jetzt hier irgendwie eine Interaktion hinzustellen. Ich glaube, da haben wir eigentlich in fast allen Softwarelösungen, die es gibt, haben wir noch nicht so wirklich die optimale Option gefunden, wie man Fragen unterbringen kann.
So ähnlich wie es halt in einem Live-Vortrag ist, dann gibt es halt Handzeichen und dann kann ich darauf reagieren. Weil wenn ich hier die Kamera spreche, kann ich nicht aufs Bild gucken, was sich gerade im Chat tut. Ich hoffe, das beantwortet die Frage einigermaßen. Alles klar, danke. Oh, was war noch? Guter Punkt. Gibt es noch Fragen? Es wird häufig zu wenig Resonanz. Kann ich Alternativen nennen? Das habe ich natürlich selbst gefragt. Gibt es noch Fragen? mit schlechtem Beispiel vorangegangen. Man kann es anders formulieren. Man kann sagen, welche Fragen habt ihr noch? Also offene. Also ich erwarte jetzt auch Fragen durch die Formulierung. Oder ich kann, wenn ich halt überhaupt kein Feedback bekomme, also wenn ich jetzt praktisch Fragerunde eröffne, mit welcher Formulierung auch immer, und es kommt nichts, dann kann ich ja dem Publikum erstmal noch eine Frage stellen. Das hilft manchmal, dass ich einfach mal noch eine Verständnisfrage stelle in Richtung Publikum und dann haben die Leute auch mehr Zeit, nochmal drüber nachzudenken, welche Frage sie gerade stellen wollten, wie sie die formulieren, und trauen sich erfahrungsgemäß auch ähnlicher, eher. Meine Erfahrung ist, es dauert zu lange, eine gute Frage zu tippen. Dafür ist die Chat-Funktion nicht schlecht, da ja indirekt gesammelt werden kann. Okay? Ja, das ist natürlich gut. Also hier geht es ja auch dass man per Mikro Frage stellt. Tippen ist natürlich, ja, ist richtig. Gerade wenn es etwas komplexer ist, die Frage, bis man die getippt hat und bis der Referent sie gelesen hat, ist schwierig. Ginge es auch so, wer hat Erfahrungen mit XYZ gemacht? Ja, genau, so eine Eröffnungsfrage einfach, wenn ich merke, dass das Publikum reagiert nicht, dass ich einfach nochmal frage, auch mal vielleicht nur nach Handzeichen frage, einfach, wer hat Erfahrungen damit? Hand hoch, dass einfach die ein bisschen Bewegung auch bekommen und das führt dann irgendwie automatisch schon dazu, dass sie sich eher trauen, noch eine Frage zu stellen. Chat ist mir lieber als Mikrofon, schreibt jemand. Ja, ist natürlich auch eine Persönlichkeitssache. Klar, was ihr jetzt hier ins Mikro sprecht, wird natürlich aufgezeichnet. Das können Leute dann mitverfolgen. Was im Chat steht, sieht keiner hinterher. Es wird nicht aufgezeichnet. Man könnte auch mit einer pointierten These eine Diskussion eröffnen, statt lediglich Fragen zu klären. Ja. Also das kommt dann halt auf den Vortrag an, wenn ich irgendwie eine provokante These habe, die ich abgeben kann, um damit die Diskussion anzuregen. Ja, aber dann ist es eine andere Art von Vortrag auch. Aber ist vollkommen legitimes Mittel, klar. Habe ich sonst noch was verpasst? Nee, ist aus. Gut, noch Fragen, Anmerkungen? Welche Fragen habt ihr noch? Hat jemand was sagen? Nein. Okay, muss auch nicht jetzt sein. Ich bin natürlich dann noch Ja, da kommt noch was erreichbar. rein. Kommt noch was? Ja? Kommen auf jeden Fall ein paar Anmerkungen rein. Okay, ergänzende Interaktionsmöglichkeit. Ich finde die zwischengeschobenen Fragenrunden, die Tatsache, dass ich den Stream um circa 7 Minuten versetzt sehe, dezent verwirrend. Okay, das ist jetzt eine technische Voraussetzung, mit der ich nicht vertraut bin. Könnte auch den Referenten verwirren, ja, wenn er auf Feedback wartet. Ja, okay, das war mir jetzt nicht bewusst, dass man den Stream versetzt sehen kann. Ich dachte, es gibt halt entweder live oder es gibt halt wieder eine Aufzeichnung und da ist natürlich dann eh nichts mit Interaktion. Aber es sind keine 7 Minuten. Es behandelt sich nur eigentlich immer an 30 Sekunden oder so. Okay. Weiß ich nicht, was der Teilnehmer für ein Lag auf der Leitung hat. Stream ist verzögert, okay. Das tut mir leid, wenn ich das von der Vorausgang sagen darf, aber wir sind aktuell eigentlich sehr froh, dass alles halbwegs funktioniert und wir das irgendwie gerade gewuppt kriegen. Deswegen tut uns leid für die Verzögerung, aber wo es gerade dran liegt, wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. Okay. Ich bin froh, deswegen es nicht an mir liegt.
Also Da hätte ich jeder hat es aber auch, anders. ja, okay. Ja, hier kaum Verzögerung, schreibt jemand, ja. Okay. Gut, also das sind natürlich dann halt auch so die technischen Sachen, die eine Interaktion, eine richtige, halt schwierig machen, wenn es ein Lag auf der Leitung ist und Leute so 30 Sekunden verzögert sehen, dann kriege ich keine richtige Kommunikation hin. Da ist dann wieder der Chat vielleicht nicht verkehrt. Hier noch. Danke an die Frostkorn-Orga. Na also, genau, danke auch von mir, dass ihr zum Beispiel dieses nette Speaker-Paket geschickt habt mit der Kamera drin, sonst hättet ihr hier mit meiner popligen eingebauten Kamera vorlieb nehmen müssen. Also zu der Frage, die Okay. noch im Stream ist, an die Ja. Frostkorn-Orga. Ja, aber später. Also wenn wir wieder Ruhe haben, kann es sein, dass wir daraus auch einen Talk basteln. Okay. Gut, also dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne an mich schicken. Ich habe eine E-Mail-Adresse, die steht hier zu lesen, eine Webseite und ich bin auch auf Twitter. Ich beantworte gerne jegliche Fragen rund um das Präsentieren, nicht nur für Geeks. Schreibt mich einfach an oder guckt mal in meinen Blog rein, da habe ich viele Fragen auch schon beantwortet. Zum Beispiel das Thema Stehen und Sitzen habe ich da gerade letztens erschöpfend behandelt. Damit wäre ich am Ende. Schönen Dank, dass ihr da wart und viel Spaß noch auf dem Rest der Frostkonferenz.